Ich begrüße Sie zu einem Video, wo ich wieder eine Zuschauerfrage beantworten möchte. Richard Geisler stellt mir oft gute Fragen und erfragt unter anderem auch, ob es ein Limit gibt, wie viele Fragen man stellen kann. Das ist natürlich nicht so, dass es ein Limit gibt in dem Sinn, wenn die Fragen gut sind. Und wenn sie sich eignen für ein Video, dann mache ich das. Wenn ich Zeit habe, ich kann nichts versprechen, dass es innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen passiert, aber ich habe die Fragen jeweils, die ich gut finde, ausgedruckt und habe eine Liste von solchen Beispielen, die ich dann bei Gelegenheit einfach beantworte. Es geht hier um die Plattenkondensatoren, generell um Kondensatoren. Ich muss ja sagen, dass solche Kondensatoren zwei Leiter sind, die einander gegenüberstehen. Das können irgendwelche Objekte sein. Sie müssen einfach leitfähig sein und nicht miteinander verbunden. Und wir haben gesehen in anderen Videos, dass wenn ich da Ladung von einem Leiter auf den anderen transportiere, dann entsteht eine Spannung. Und mit dem Ladungstransport und der Spannung zusammen ist die Kapazität verknüpft. C ist gleich Delta Q durch U, oder Q durch U sagt man auch manchmal nur, die transportierte Ladung dividiert durch die Spannung, die dabei entsteht. Jetzt kann man für einige Geometrien diese Kapazität auch etwas genauer spezifizieren. Wir haben dabei den Plattenkondensator mal angeschaut und gesagt, dass da die Spannung, die beim Ladungstransport entsteht, berechnet werden kann. Und dort ist dann speziell das C abgespalten worden in ein Materialteil und ein Geometrieteil. Das versucht man ja oft in der Mathematik oder in der Physik, dass man Größen aufteilt in Geometrie- und Materialanteile. Das ist auch beim Widerstand zum Beispiel so. Widerstand ist spezifischer Widerstand, mal Länge pro Querschnittsfläche oder so. Das gleiche gilt beim Hagen-Poiseuille-Gesetz. Und es gibt viele Beispiele, wo das gemacht wird. Jetzt hier macht man das auch so. Man sagt dann, man hat ein Materialteil und man hat ein Geometrieteil. Der Geometrieteil, Entschuldigung, ist so. D ist der Abstand der beiden Platten bei einem Plattenkondensator und A ist die Fläche einer dieser Platten. Und wenn da noch ein Material dazwischen ist, das nicht Vakuum ist, dann wird da die Elektrizitätskonstante noch dran multipliziert. Also hier quasi ein Materialteil und ein Geometrieteil. C gleich Epsilon 0 mal Epsilon relativ mal D durch A. Epsilon 0 ist eine Größe, die nicht verändert wird, das ist eine Fundamentalkonstante. Die elektrische Feldkonstante. Das ist eine Materialgröße, die beim Plexiglas oder bei Plastik oder bei Wasser oder so unterschiedlich groß ist, beschreibt einfach, um wie viel stärker die Kapazität wird, wenn Sie da die Füllung mit einem Material auffüllen, also ein Isolator. Es gibt aber auch andere Geometrien, also das kann ja im Prinzip können das zwei Menschen sein, die einander gegenüberstehen, oder ein Mensch, der an einer Metallstange, Metallstange ist, oder ein Mensch, der auf dem Boden steht. Da kann man dann meistens diese Kapazität nicht mehr so schön aufschlüsseln nach Geometrie und Material, aber speziell dieses Epsilon 0 mal Epsilon relativ kommt meistens vor und dann ist der Geometrieteil eben unterschiedlich, wenn Sie andere Geometrien haben. Ein Beispiel wäre der Zylinderkondensator, das ist ein Metallteil, das innen einen kleineren Radius hat, nennen wir vielleicht mal R1, und außen eine Metallhülle oder Abschirmung, kann man auch sagen, mit dem Radius R2. Dazwischen kann ein elektrisches Feld entstehen, da kann ich auch Ladungen transportieren von innen nach außen und die haben natürlich zusammen auch eine Kapazität, wenn sie nicht verbunden sind. Und die hängt, das kann man ausrechnen, der Elektrostatik ab von den beiden Radien. Ganz konkret, wenn da die Länge L ist, das könnte ja ein Koaxkabel sein, mit dem inneren Teil und der Abschirmung, dann ist diese Kapazität. Nun, auch hier haben wir wieder das Epsilon 0 mal Epsilon relativ. Und da kommt noch ein 2π hinzu, das bei dieser Integration, also bei dieser Berechnung auftritt. Und dann haben wir hier die Länge L durch. Da steht hier lustigerweise der Logarithmus naturalis von R2 durch R1. Also da habe ich jetzt eine Rechnung, die müsste man jetzt nachprüfen, aber das ist also auch ein Teil, wo wir sehen, wir haben da Materialanteile und Geometrieanteile.
Oder ein Kugelkondensator, auch wiederum mit R1 und R2. Also nicht mehr zylindrisch, sondern kugelförmig. Da habe ich schon die Länge nicht mehr. Da kann man ebenfalls die Kapazität ausrechnen. Da steht dann 4π mal Epsilon 0 mal Epsilon relativ. Und dann steht hier folgendes: 1 durch R1 minus 1 durch R2. Das R2 kann auch unendlich sein, dann fällt dieser Teil hier weg. Also das wäre dann die eine Kugelkapazität in einer unendlichen Umgebung. Auch hier, das Material dazwischen wird damit beschrieben. Und nun das 4π kommt eben dann durch die Integration über eine dreidimensionale Geometrie und hier war sie noch zweidimensional. Also, damit hat sich das ja irgendwie erledigt, nicht wahr? Wir haben da Epsilon 0 durch R, Epsilon 0 durch R Quadrat. Das ist nicht so, dass das eine neue Konstante ist oder Epsilon heißt, sondern das ist das Epsilon 0, das ist das Epsilon relativ und die Geometrie kommt hier ins Spiel. Das ist also, glaube ich, die Beantwortung dieser Frage. Dann wurden mir bereits weitere Fragen angekündigt zum Satz von Gauss und so. Ich muss erinnern, ich habe Videos gemacht zum Thema Maxwell-Gleichungen. Dort wird einiges davon bereits erledigt. Also ich werde das nicht unbedingt als neues Video machen, sondern Sie vielleicht auf dieses andere Video verweisen. Okay.